Ja, moin moin liebe Leute und herzlich willkommen heute zu einem weiteren Replay von World of Tanks. Und Artis sind ja eigentlich, wenn man Spiele kommentieren möchte, eher ein bisschen langweilig. Aber ich habe mir hier von dem mal die Beschreibung durchgelesen und ich habe es noch nicht angeguckt, ich habe mir nur die Beschreibung durchgelesen und hoffe einfach mal, dass es eine spannende Runde wird, denn das verspricht die Beschreibung auf jeden Fall. Und ja, wir gucken uns das einfach mal an. Karte ist hier, wie man sehen kann, Himmelsdorf als Begegnungsgefecht, also eine Stadtkarte. Auf der Art ist ja generell eigentlich immer schon mal so ein bisschen, ja, verloren haben. Man kann halt rausfahren zu den Schienen, ne, da so K1, K2. Man kann halt auch K4, K5 noch ein bisschen aktiv sein, aber ansonsten war es das auch. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ab und zu mal so eine Arti-Runde. Und ich hatte tatsächlich, wann war denn das? Gestern, vorgestern oder so, da hat mir jemand mal geschrieben und der meinte halt, ja, so Replays sind ganz schön. Ich habe in letzter Zeit wohl viele Meisterrunden gezeigt. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Ich habe halt immer nur geguckt, dass halt ordentlich Action eigentlich so zu sehen ist. Ja, und dass man halt so aus der Übersicht schon sehen kann, okay, hier ist ein bisschen was passiert oder das ist eher eine Runde, die lahm ist. Und ja, auf jeden Fall mal ganz kurz, hier geht schon mal der erste raus. Oh, das war schon mal nicht so schlecht. Nee, geht gar nicht raus, das war nur ein Treffer, Entschuldigung. Da hat einer gesagt, ja, du hast ein Großteil deiner Runden, das waren halt alles Panzermeisterrunden. Und deshalb habe ich jetzt hier heute auch mal eine Folge, der es keinen, das kann ich schon mal vorweggeben, keine Mastery Badge gibt. Nichtsdestotrotz können es ja schöne Runden sein. So, wie gesagt, das war jetzt keine Absicht oder sonst irgendwas, sondern es war einfach nur Zufall. Ja, und wie gesagt, mit Artis normalerweise zeige ich auch nicht so oft. Ich spiele zwar ganz gerne mal eine Arti, aber zum Kommentieren sind die Runden meistens eher ein bisschen lahm, weil die Arti selbst halt eher stationär ist, auch wenn sie halt über die ganze Karte meistens wirken kann. Gut, so, und jetzt noch in eigener Sache, obwohl es schon 1 zu 3 steht und wir mittendrin sind, falls ihr ein Replay habt, was ihr gerne gezeigt oder kommentiert haben wollt, lasst es mir zukommen, rob2k@web.de oder aber schreibt mich in-game an, dort heiße ich Flens1980. Und gleich kommt wahrscheinlich auch wieder so ein schickes lila Twitch-Banner. Da könnt ihr sonst gerne auch mal auf Twitch vorbeikommen, wenn ich streame, abends immer so ab, ja, 21:30 Uhr ungefähr, wenn ich nicht mit der Lütten einschlafe. Oder 22 Uhr manchmal auch. Guckt da gerne mal vorbei, könnt ihr mitspielen, mitschnacken, Spaß haben, klugscheißen, was auch immer ihr wollt. So, jetzt geht's aber auch wirklich los. Sorry dafür. Hier, nächster Schuss. Oh, schade, dass der vorbeiging. Da hat er hier einen richtig schönen Schusskanal gehabt. Das wäre auf jeden Fall lustig gewesen, wenn er da auf den T71, glaube ich, ja, T71, genau, hätte wirken können. Oder hätte treffen können. So. Also er hätte treffen können, aber er hat nicht getroffen. Meine Güte, ich muss ein bisschen. Ah, ne? So, sorry dafür. Jetzt geht's los. 4 zu 6 steht es. Der eigene. Nicht der eigene. Die. Leute, was ist los heute? Die Basis wird eingenommen. Er fährt jetzt hier erstmal wieder zurück. Ich tippe mal um einen Schusswinkel auf den Cap zu bekommen, vielleicht. Nein, macht er nicht. Er fährt erstmal ganz untypisch jetzt hier irgendwo lang, wo er denkt, dass da wahrscheinlich eher keiner vorbeikommt. Ist eigentlich auch gar nicht so unclever, denn hier wurde noch keiner gespottet. Oder wurde jetzt. Nee, wurde nicht gespottet. Der T71 ist hinten Richtung Flagge unterwegs. Der einzige richtig schnelle, der ist halt weit weg von ihm, das ist schon mal gut. Der ist jetzt auch raus. Der T43 hat er rausgenommen. Sehr gut. Und dementsprechend fährt er jetzt hier ein bisschen weiter nach vorne. Guckt, ob er irgendwo rankommt. Nein, die stehen alle ziemlich arty safe da. Kann er mal so gar nichts machen. 6 zu 9 steht es jetzt aktuell. Und er fährt hier offensiv voran. Er guckt jetzt, ob er wieder nochmal von hier irgendwo treffen kann. Aber auch das sollte eher nicht funktionieren. Nein, keine Chance, da irgendwo ranzukommen. Überlegt kurz, ob er auf den Berg schießen kann. Aber auch das scheint nicht zu funktionieren. Oder er hat auf einmal einen anderen Plan gefasst. Ich weiß es nicht genau. Lustig finde ich, dass die immer noch eine Minute noch was brauchen, um zu cappen. Da muss ja irgendwie mal. Ist da einer rausgefahren oder was da passiert? Oder braucht das. Das braucht ja relativ lange. Eigentlich, um so ein Ding zu cappen.
Aber na gut. So, jetzt kann er hier den da, ja, da, genau, da hinzielen. Richtig, ja, sehr gut. Und Feuer. Ah, schade, auch den trifft er nicht. Sehr, sehr ärgerlich. 8 zu 11 steht es jetzt. Und das Gegnerteam cappt immer noch weiter. Der T29, wenn man mal auf die Karte guckt, der fährt. Okay, der fährt darum. Hätte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt gemacht. Ich hätte wahrscheinlich die andere Richtung genommen, um erstmal zu resetten. Aber der T29-Spieler denkt sich so: Nee, ich mach das anders. Ich ziehe hier mein eigenes Ding durch. So, jetzt kommt da gleich nochmal der gegnerische T29 runtergefahren. Auf den. Nee, er wartet doch nicht darauf, dass der jetzt runterkommt. Sondern versucht hier noch ein bisschen Platz gut zu machen. So, 2 Minuten jetzt wieder. Es wurde einmal ein bisschen resettet. Er sollte nicht zu weit vorfahren. Wenn der gegnerische T29 da jetzt um die Ecke kommt und er nicht trifft, dann hat er ein Problem. Oh. Und er kriegt nur eine 184er Schelle vom T29. Also das hat der T29-Spieler sich bestimmt auch anders vorgestellt. Dass die Arti hier überlebt und ihn dann rausnimmt, Wahnsinn. Also klar, wenn die Arti den T29 hier trifft, dann ist er raus, definitiv, weil er halt nur noch 154 HP hatte. Aber ja, dass der T29 selbst nur so wenig Schaden macht. Ich kenne das von mir, wenn ich HE lade gegen eine Arti, ich mache so 70 Schaden oder 60 Schaden. Egal bei was für eine Arti oder sonst irgendwas. Bei HE funktioniert bei mir nicht. Ich fahre auch die meisten Panzer nicht ohne HE. Und ja, jetzt gucken wir mal, was noch so passiert. Aktuell steht es 11 zu 12. Es ist wieder etwas ausgeglichener. Aber das Problem ist jetzt halt, es sind noch 3 Heavys da. Und das eigene Team hat halt keine Heavys mehr. Na, jetzt muss man mal gucken, was halt so noch passiert. Das wäre auf jeden Fall gut, wenn die Arti rausgeht da gleich. Wenn der Skoda das mal irgendwie hinkriegt vielleicht. Oh. Oh. Ja, der AT8 muss gerne noch ein bisschen durchhalten. Und er fährt den langen Weg. Okay. Gerade eben ging den T29 so offensiv und jetzt fährt er den langen Weg. Aber in dem Fall war es wahrscheinlich gar nicht so schlecht, weil der T150 jetzt hier ein bisschen irgendwie. Ah ja, guck mal. War doch ganz gut. Boah, der zielt hier mega lange ein. Er will auf Nummer sicher gehen, dass das hier auch klappt. Und tatsächlich hat die gegnerische Arti das überlebt. Wahnsinn. Weil da hat der Skoda zu lange gebraucht und sich da irgendwie dann festgesetzt. Konnte wahrscheinlich nicht um die Ecke kommen, bevor die Arti schießt. Und ja, dann kam irgendwann der Heavy von hinten. Ah, so, und jetzt müssen wir mal gucken, was passiert. Ja, der gegnerische T29, der tut ihm noch nicht den Gefallen und kommt da raus. Doch, jetzt kommt er. Oh, hat er ein Glück. Oh, die Hummel geht auf. Nicht mal wirklich eingezielt und trifft. Im Gegensatz die Hummel zu ihm trifft nicht. Glück gehabt. Sehr, sehr viel Glück gehabt. Kill Nummer 3. Und jetzt, ja, jetzt ist die Frage. Oh, er will echt noch die Straße kreuzen. Wenn der T29 jetzt den Weg hier nimmt, dann ist er raus. Aber er hat Glück. Und kriegt das tatsächlich noch hin, dass der T29 halt, dadurch, dass der T29 den anderen Weg nimmt, kommt er hier halt nochmal weg. Er sollte jetzt einen weiterfahren. Boah, er stellt sich hier hin und zielt ein. Okay, kann man auch machen. Ich hätte sonst Alternativweg, halt den langen Weg. Hat er ja auch schon ein paar Mal gemacht heute. Jetzt wartet er darauf, dass der T29 hier um die Ecke kommt. Hat er das Glück? Er hat das Glück. Er hat tatsächlich das Glück, dass der T29 den Weg hier nimmt. Wow. Okay, 14-14. Und jetzt das. Ich meine, er hat jetzt das Glück, dass er gegen einen russischen Panzer spielt, ja, gegen einen russischen schweren Panzer, die halt nicht wirklich die Sichtweite haben, genauso wie er als Artilleriespieler. Mit ein bisschen Glück kann er sogar den KV-2 noch outspotten. Ich weiß es nicht genau, wie da die Reichweitenverhältnisse sind. Kommt ja auch immer ein bisschen auf die Crew drauf an. Aber er fährt jetzt hier in den Kreis rein, zeigt dem KV-2 einmal auf jeden Fall, dass er jetzt hier ist. Und das heißt, der KV-2 muss jetzt aktiv werden.
So langsam, denn die Zeit reicht auf jeden Fall. Er würde hier durchkeppen. Und er nimmt an, dass der KV-2 von hier kommt. Okay, der KV-2 könnte von überall kommen. Zuletzt gespottet auf dem Berg. Also sehr wahrscheinlich ist, dass er ja von da oder von da kommt. Das ist auf jeden Fall, also am wahrscheinlichsten würde ich jetzt auch so sagen. Ich glaube nicht, dass der KV-2 nochmal den ganzen Weg hier rumgefahren ist. Denn er war ja vorhin auf jeden Fall auch einmal, als er den T29 bekämpft hat, war er ja schon hier oben bei B9 ungefähr. Und wäre der KV-2 irgendwo da runtergefahren, hätte er ihn ja eigentlich auch irgendwie spotten müssen. Dementsprechend wird er wahrscheinlich irgendwo von hier kommen. So, ich spule mal eben ein bisschen vor. Nochmal auf zweimal Geschwindigkeit. Ich versuche rechtzeitig wieder runterzustellen. Ich mache mal auf viermal Geschwindigkeit. Dann gucken wir mal. Also langsam wird Zeit. Also wenn der KV-2 jetzt nicht hier das verlieren möchte, dann sollte er langsam kommen. Einmal Geschwindigkeit, es wird eingezielt. Oh. Das ist natürlich jetzt spannend. Und der KV-2 hat hier auch noch halbe Geschwindigkeit. Nee, machen wir einfach. Wie viel hat er noch? 236. Das könnte recht knapp werden. Also entweder der KV-2. Ja, komm, Splash Damage. Oh, er holt ihn raus. Er holt ihn raus, Leute. Was für eine Runde. Und ja, hat der KV-2 jetzt nicht so clever gemacht. Der hätte vielleicht. Warte mal, ich mach mal Pause. Der KV-2 hätte vielleicht AP laden sollen und hätte dann hier durch die Dinger durchgeschossen, wenn er hier um die Ecke kommt. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen. Oder mit HE einfach vor der Artie in den Boden schießen, um halt mit Splash Damage zu versuchen. Ach, er lebt noch. Ach, der lebt noch. Scheiße. Ich denke mal, die ganze Zeit, der ist kaputt. Das wären vielleicht auch Möglichkeiten für den KV-2 gewesen. Jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht hier. Er muss halt so hinkommen, dass er irgendwie wieder gerade vorkommt. Und jetzt hat er ihn. Jetzt hat er ihn aber. Was für eine Runde. Richtig, richtig geil. Und genau, wie gesagt, ich habe es mir vorher nicht angeguckt, aber genau deshalb wollte ich sie zeigen, weil er halt in die Beschreibung gleich reingeschrieben hat. Könnt ihr gleich sehen. City battle with an Artie. Artie ends up needing the help of the artillery. Herman brings home victory. Fighting alone against some heavies in the end. So, und ja, ansonsten, wie gesagt, ist jetzt nichts. Ja, er hat hier 820 Basis, habe er 1057 Schaden, 5 Kills auf einer Stadtmap, das ist schon richtig gut. Und er hat 10-mal geschossen, 7-mal getroffen und ja, konnte halt tatsächlich auch echt 5 Gegner rausnehmen. Richtig, richtig gute Runde, ohne Premium-Account knapp 8000 Credits Gewinn gemacht. Und ich bin jetzt erstmal raus, ich muss nämlich gleich arbeiten. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, bis demnächst, mach's gut und ciao, ciao.